Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nachtstrahl. Achso. Das sind keine doppelseitigen Räume, das sind einzelne. Okay. Warte mal. Okay, wenn wir von hier rechts oben, rechts unten, links unten, links oben. Okay. Das sind mehrere Rätsel hier. Glaube ich. Das sind, also hat jeder wahrscheinlich so ein Schalterrätsel. Hier hatten wir jetzt in der Ende letzten Folge mehreres versucht, aber wir hatten noch nicht. Ich versuche mal eins, was wir noch nicht gemacht hatten. Den hier in der Mitte. Den hier. Und dann den hier. Ist auch falsch. Okay, wir sind einmal draufgegangen. Okay, den hatten wir hier auch falsch. Hört das Licht mal auf? Ich würde gern wissen, muss ich dann vielleicht hier anfangen? Dann hier? Und dann hier? Aufhalt. Okay, warte mal. Ich glaube, ich bin zu doof dafür. Ich gehe noch mal in den Gang hier runter. Wir fangen erstmal hier unten an, würde ich sagen. Alter! Boah! Herzinfarkt! Herzinfarkt! Nicht so weit. Alter, erschreckt er mich hier. Boah. Ich hatte jetzt. Also das? Zwei Hände. Puh. Da bin ich jetzt wirklich erschrocken. So. Kommt hier noch jemand? Kommt hier noch was? Nee. Hier ist dicht. Aber wir hatten doch hier aufgemacht, oder nicht? Mit den Dingern. Ich gehe mal von aus, wenn unten zu ist, ist oben auf und andersrum. Ja. Achso, es kommt da erstmal nur. Ein paar Zombies? Und hier ein Skelett. Okay, hier haben wir nur einen Schalter. Ah!
Okay. Okay, den hier haben wir. Das speichern wir, weil wir den hier geschafft haben. Ach nö. Ein Schattenmagier, nein. Ja. Auf deine eigenen Leute darfst du schießen. So. Wie sieht's hier jetzt aus? Dann mache ich so. Und so. Dann geht es oben wieder auf und unten zu. Dann würde ich jetzt mal die Seite unten anfangen. Hier haben wir zu. Würde ich dann nochmal aufmachen wollen. So. Und nochmal so. Okay, da kommt wieder ein Schattenkrieger. Vielleicht einmal hier wieder Leben voll machen. So, okay, und so. Und nochmal speichern. Okay, hier gibt es auch nur den Einschalter. Okay, den zweiten haben wir. Hier kommt nichts. Speichern. Weil da bestimmt gleich was kommt. Ja. Okay, dann sind das nur noch die beiden oben. Ah, es ist markiert, was wir geschafft haben. Okay. So. Also der hier fehlt noch. Werden wir hier angegriffen? Hier werden wir definitiv nochmal angegriffen, ne? Ja, komm! So. Okay. Das finde ich. Hallo. Okay,
Okay, dann fangen wir hier an. Mach hier nochmal den. Das war jetzt richtig. Speichere ich. Okay, es ist wirklich dann nur noch das eine, was fehlt. So. Spawnt hier jetzt was? Oder hier? Ja, war klar, dass... War klar. Wenigstens machen die nicht allzu viel Schaden. Schade. Wehe, der macht jetzt... So, okay. Heiltränke. Brauchen wir wieder sehr viele. So, nochmal speichern. Weil besiegt. So, dann fehlt uns nur noch die Treppe. Das Rätsel. Ah, verdammt, das ist jetzt der, wo wir gerade die ganze Zeit festhingen. Was haben wir alle schon ausprobiert? So, ich speichere hier. Ich fange hier an. Dann hier. Und dann hier. Das ist falsch. So, was hatten wir gemacht? Hatten wir hier gemacht? Dann hier. Und dann hier. Das hatten wir noch nicht mal. Okay. Speichern. Weil geschafft. Dann hatten wir hier auch einmal alles ausprobiert gehabt. Okay, es waren auch 9 verschiedene Arten unmöglich. Nur sich zu merken, was man schon gemacht hat und was nicht, das wäre das Schwierige. Natürlich. Ah, verdammt. Jetzt, wie sieht den an? So, einmal heilen wieder, komplett, vollständig. So. Dann wieder ein paar von denen. Dann vielleicht noch einen davon. So, nochmal speichern. Ach, stimmt, von da kamen wir. Und jetzt darunter. Schalter. Okay.
Ist das richtig, was ich hier mache? Anscheinend ja. Speichern. Ich habe gerade Panik, was da gleich alles passiert. Na super. Ja, müssen wir noch mal laden? Aber, warte mal. So. Nein. Geil. Hauen die sich gegenseitig aus dem Maul. Oh, kriege ich das nochmal irgendwie hin? So, einmal kurz in Sicherheit begeben. Ich glaube, hier bin ich sicher. So, ich sehe die zumindest jetzt nicht. Wenn ich jetzt nochmal den hier mache, das ist ja voll mit den Leuten. Und nochmal speichern. Sorry dafür, dass ich ein bisschen feige bin. Ja, da ist er doch. Gibt es hier noch mehr von denen? Oh, geht schon super los. Was? Warum blitzt es da? Ich muss noch ein paar Tränke zu mir nehmen. Und nochmal speichern. So, gibt es hier noch jemanden irgendwo? Hier gibt es haufenweise Tränke, okay. Oh. Ich bediene mich erstmal an den Tränken, die hier rumliegen. Das finde ich noch fein. Ne, nicht den Kessel. Kann ich auch nicht lesen.
So, Tränke. Hier auch nochmal. So, speichern. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich sehe da auf jeden Fall, das sind rote Augen, definitiv. Das ist definitiv ein Gesicht. Oh, hi. Spruchrolle? Noch eine? Alter, wie viele Spruchrollen hier gibt's? Gibt's hier wahrscheinlich auch noch mal? Ja, hier liegen auch noch welche. Hukumodo, können wir mal... Alles in einer Sprache, die man nicht lesen kann. Bestimmt kann man das lesen, wenn man irgendwie... schaut, googelt, wie auch immer. Wie die Sprache heißt. Gibt es hier noch mehr Türen? Okay, hier werden Leute gefoltert. Oder wurden gefoltert. So, ich gehe jetzt noch mal hier rum. Ich will jetzt denen noch nicht zu nahe kommen. Okay, hier ist jetzt keiner. Und auch nichts zum Einsammeln. Ich speichere noch einmal. So. Kann ich da irgendwen anvisieren? Ach, ist nur der Schwarzmagier da? Wagt es ja nie wieder, mich anzugreifen. What the? Okay, den kriegen wir nicht anders hin. Ich kann da aber auch nicht näher. Wo ist die Musik hin? Oder, warte mal, wir haben ja gespeichert. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Wer ist dein Meister? Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Okay, wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Bring mich zu deinem Meister. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden und
Alter. Muss ich das Auge Innos anhaben dafür? Probiere ich mal aus mit dem Auge Innos. 6 Stärkepunkte wieder zu wenig. Ich versuch's mal. Mit dem Irren hier. Du Schlappe. Komm. So. Ja. Oder warte mal, ich habe auch ein bisschen zu wenig Leben gerade. Vielleicht liegt es auch daran. Ich speichere das hier jetzt so nochmal. Und rede nochmal mit dem Verrückten. Ich bin schade, dass die Musik aufhört. So. Ja. Alter, was? Wie mache ich das? Wie besiege ich den? Okay, jetzt kommt er damit. Mich anzugreifen. Ah, okay. Ich habe eine Idee, was ihn angeht. Auf Entfernung. Ist das jetzt gecheatet? Ja! War er cheated? Also es war jetzt kein fairer Kampf? Aber so oft wie ich jetzt wegen dem draufgegangen bin? Schiffer des Schwarzmagiers? Erst einmal wieder hier heilen, alles voll. So, ich finde es schade, dass die Musik jetzt weg ist. So. Und die Schriftrolle des Schwarzmagiers muss ich glaube ich einmal lesen, ne? So, Nachricht, Schiffsbericht, Handbrief, Schriftrolle des Schwarzmagiers. Kadosh, MM, Kadar, das Auge der Macht erleuchtet deinen Weg. Ich speichere noch einmal. Womit denn? Warte mal, was? Wie, womit denn? Hat er noch was? Gibt's hier noch irgendwo was? Habe ich irgendwo was übersehen? Ich brauche mal eine Fackel. Wo ist denn eine Fackel? Wir haben ihn besiegt, aber gibt es etwas, was ich übersehen habe? Ich würde es gerne wissen, wenn ich etwas übersehen habe.
hier in der Halle liegt jetzt nichts rum? Hier drinnen vielleicht? Ja. Auge der Macht. Ich glaube, das Auge der Macht. Es hat schon so einen speziellen Namen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. War ich ja noch einmal, weil wir das Ding jetzt haben. Ich probiere es jetzt noch einmal. Kadosh MM Kadar. Öffne dich. Jetzt fängt die Musik wieder an. Nochmal speichern. Wieder ein Drache. Untoter Drache, was? Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Haben die Dracheneier etwa nicht dazu beigetragen, dich zu rüsten, um zu mir zu gelangen? So sehr du dich auch abwenden und finden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Wer bist du? Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. So wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In welchem Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Also... Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Was?
war das denn jetzt? Ja, bitte da hängen bleiben. Bleib da stecken. So, laden wir nochmal neu. Ist ein kleiner Aufreger sowas. Aber okay, wir haben jetzt das einmal alles gehört. Aber warum war die Waffe auf einmal weggesteckt? Warte mal. Okay, wir haben immer noch das Ding. So. Kennen wir alles. Wieso muss ich immer wegfliegen? Ich verstehe das nicht. Das ist so ein Bullshit. Jetzt ernsthaft, warum muss man mal weg? Warum muss das Feuer mal einen weg so katapultieren? Was? Was ist jetzt passiert? Ich werde definitiv jetzt ertrinken. Ich lade das nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. So. Genug der Worte. Ich raff das manchmal gar nicht. Wie kämpft man gegen die Drachen richtig? So. Genug der Worte? Wieso fliegt man immer so weg? Was? Alter. Gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, das zu verhindern? Wieso fliege ich immer weg? Kann ich den auch direkt angreifen? Und wir scheißen auf das Gespräch. Hä? Nee, da muss erstmal das Gespräch sein. Regt mich das gerade auf. Das regt mich auf gerade, wirklich. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte direkt. Hä?
Alter, was soll denn der Scheiß? Ich bin gleich wieder da, ja? Mich regt das mit diesen Drachen auf, dass man da immer wegfliegt. Ich muss mich kurz beruhigen und bin sofort wieder da. Es wird nur ein kleiner Schnitt für euch sein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, ich will es immer noch gegen den Drachen versuchen. Ich habe versucht, mich zu beruhigen. So. Komm. So, genug der Worte. Ich will mal schauen, ob ich ihn auf... Okay, das ist keine gute Idee, hier reinzugehen. Wahrscheinlich, weil hier immer wieder neue Orks kommen und dieses Geräusch geht mir so auf den Sack. Der soll mit diesem Feuerspein aufhören. Was soll denn der Scheiß? Jetzt ernsthaft? Alter, ich flipp gleich aus. Bitte kommt von da jetzt kein Drache, kein Ork. Ja, echt, wie soll man den besiegen? Okay, ich bin nicht nah genug daran. Ich raff das nicht mit den Drachen. Warte, muss ich vielleicht... Okay, nochmal Elixier der Stärke. 3 Stärkepunkte zu wenig. So. Ich will mal was versuchen. Ihr habt doch bestimmt gewisse Zauber. Todeshauch. Großer Feuerball. Angst. Feuerfall. Feuerregen. Kleiner Feuersturm. Untote vernichten könnten wir mal ausprobieren. Funst. Eispfeil. Funst. Eisblock. Funst. Eiswelle, Feuerball, Licht, leichte Wunden heilen, Blitzschlag, Todeswelle. Funst. Funst, super. So, großer Feuersturm, Monster schrumpfen. Das müsste bestimmt funktionieren gegen den. Oder nicht. Schlaf. Goblin-Skelett erschaffen. Golem erwecken. Könnten wir mal versuchen. Ach nö. Da ist ein anderer Gegner. So.
Okay, noch einmal, neuer Versuch. So, beschworener Golem, hier haben wir aber. Alter, das funzt auch wieder nicht. So. Wolfrufen, Kugelblitz. Verwandlung Drachensnapper. Findfaust, Blitz. Funzt alles nicht. Jetzt ernsthaft, wie soll ich den schaffen? So, erst einmal den Stärketrank hier. Nochmal. Kann ich hier die kleinen Innos trinken? Nein, hier verbrenne ich. Hier funzt das auch nicht mit den kleinen Innos. So, dann speichere ich hier das noch einmal. Wie soll ich den schaffen jetzt ernsthaft? So. Ich krieg gleich einen Flipper. So. Irgendwas. Das kann ich nicht. Da sind es 3 Stärkepunkte zu wenig. Apropos, warte mal. Wir haben 27 Lernpunkte. Wenn ich jetzt nochmal zum Schiff gehe. So, warte. Ich habe hier Geschwindigkeitstränke. Wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe zum Schiff. Irgendwer wird mir bestimmt helfen können, mitkommen wollen. Oder können. So, diesen Weg, ja. Ich will den jetzt besiegt haben und ich werde da definitiv Hilfe brauchen. Es ist schon wieder Nacht. Na toll. Kann ich die nicht alle mitnehmen? Alle, die da sind. Anga, Diego, Gorn, Milton, wen auch immer, alle. Lee. Dass wir mit 11 Mann auf den Drachen einschlagen. Ich will jetzt hoffen, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Nicht aus Versehen. So, fangen wir mit Bennett an. Ich habe hier ein Drachenei. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es. Behalte das Ding. Ich will es nicht. Ich will stärker werden? Ich will stärker werden. Ein starker Arm wird in Zeiten wie diesen gebraucht.
Stärke 5, 25 Lernpunkte. So, dann müsste ich jetzt... Ja, okay, das kann ich jetzt sagen. So, ich sehe aber gerade gar nichts. So, ich hoffe, ich bin in der Lage, jetzt jeden mitzunehmen, der kämpfen kann von denen. Laris? Ich kann den nicht mitnehmen, Diego? Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deinen Rat. Ich sehe mich einer Unmenge von Untoten und ihren komplizierten Fallen gegenüber. Tut mir leid, mit Untoten habe ich keinerlei Erfahrung. Das wirst du allein durchstehen müssen. Wofür habe ich die mitgenommen? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Gorn? Warte mal. Ich brauche, alles um mich gesagt. Alles im Lot? Gibt's da oben noch mehr Orks? Schick sie zu mir. Ich bin... Genauso, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das liegt auf der Hand. So, Lester? Hey! Warum hört er nicht keiner auf mich? Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Wofür habe ich euch alle mitgenommen? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Aber genauso wie du sagst. Ernsthaft? Ich kann das nicht. Wie soll ich jetzt alleine gegen den Drachen da ankommen? Was hat er da vorher gewusst? So. Lee wird mir nicht helfen, das ist schon klar. Anger. Folge mir. Folge mir. Geh vor. Ich hoffe, das funzt mit ihm. Ich hoffe dieses Mal, das funzt. Ich hoffe, er kommt mit bis zum Drachen. Belias Drachen. Ansonsten fresse ich hier wirklich gleich noch einen Besen oder so. Ich hoffe, ich kann ihn wirklich auch bis zum Dings da mitnehmen. Dass er mich dann nicht irgendwann anspricht und sagt, so bis hierhin gehe ich nicht mehr. So, Anger? Der ist da. Warte mal, der Ort hier heißt ja eigentlich die Hallen von Irdura. Ist das Irdura, der Drache? Der untote Körper von dem Drachen Irdura? Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich es. Ich will jetzt nicht über eine Stunde oder so nur am gegen den Drachen am Kämpfen sein. Anger kommt mit, okay. Anger? Anger? Wo ist Anger hin? Ach nö. Ach, leck mich doch, ey. Sorry, dass ich mich jetzt gerade aufrege, aber das geht mir gerade richtig auf den Senkel.
Vor allem, dass die Kämpfe gegen diese Drachen, die sind richtig beschissen, finde ich. Also, sorry, aber ich finde das richtig beschissen, gegen die Drachen hier zu kämpfen. Im Nahkampf. Wofür muss man hier Nahkampf lernen, wenn das gegen die Drachen nichts bringt? So. So, das hier. Was soll denn das? Vor allem, die laden immer wieder ihren scheiß Leben auf. So, bitte bleib da hängen. Ach, fick dich doch, wirklich. Warte mal. Spiel. Ich kann hier... Kampffokus aufhören, interaktiven Fokus umschalten und Maus an. Ich kann hier erweitert. Ich kann hier keine Schwierigkeitsstufe machen, ne? Alter. Nun hast du. Nee, jetzt ernsthaft. Wie soll man das schaffen? Dessen Leben lädt auf, der Bumm. Ganz ehrlich, was soll denn das Scheiß? Ich bin gleich wieder da, ja? So, ich habe mal gegoogelt, weil mir das gerade richtig auf den Sack geht mit dem. Und ich muss tatsächlich was anderes nutzen. Stärke wäre jetzt wahrscheinlich eher, würde ich dann doch lieber auf den gehen und dafür etwas Schutz vor Drachenfeuer suchen. Vielleicht den raus und den dafür an. Dann hier, das gibt zwar Lebensenergie, aber... Wirklichkeit, Schutz vor Waffen, Schutz vor Feuer bräuchte ich. Irgendwie Schutz vor Drachenfeuer. Ring der orkischen Kriegsherren. Ketten. Ring der Eisenhaut. Schutz vor Feuer. Noch ein Feuer. Ich würde das so nochmal gegen den versuchen. Ob das klappt. Ich hoffe. Ich hoffe dieses Mal, dass das klappt. Eher weniger. Bin ich echt beschissen gerade? Ich finde das echt beschissen mit dem. Wirklich, was soll denn den. Was soll der Scheiß mit dem Atem? Wirklich. Ich hab keinen Bock mehr. Ah. Warte mal, vielleicht... Der macht zwar weniger Schaden, aber... hat einen Talentbonus. So. Genug der Worte. So. Der soll damit aufhören? Nein, hör auf! Hör auf mit dem Scheiß, jetzt ernsthaft!
wisst ihr was? Ich mache das an einem anderen Tag weiter. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr, gegen den zu kämpfen. Das ist eh wahrscheinlich schon das Ende vom Game. Das ist eh Endkampf. Ich schneide das dann einfach am Ende dieser Folge hinten dran. Und ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr drauf. Tut mir leid, aber das ist mir gerade wirklich viel zu beschissen. Es tut mir wirklich leid. Also ist das erste Mal, dass ich tatsächlich wegen einem Game Rage quitte. Und ich finde, ganz ehrlich, also nichts gegen Gothic. Ich habe das Spiel richtig lieben gelernt. Aber dieser Kampf, diese Kämpfe gegen die Drachen im Nahkampf hier, so beschissen mit diesem scheiß Feueratem. Man, Alter, nee, ich habe keine Argumente gerade dagegen, da irgendwie zu. Tut mir leid für alle, aber ich mache das an einem anderen Tag weiter. So, dann mache ich hier einen kleinen Cut und schneide das dann beim nächsten Mal hier hinten ran, ja? Ja, dann so, und da bin ich wieder. Ja, ich habe mir jetzt nochmal einen Tag Zeit gelassen, nochmal ein bisschen so auch, jetzt musste ich wirklich recherchieren, wie man den besiegen kann. Und ich habe nachgelesen, man kann das schwarze Erz hier essen. Wirkung unbekannt. Oder zumindest benutzen, verwenden. Und hier, wo war denn das? Snapperkraut, wo war das? Hier. Das ist auch so Geschwindigkeit, dass ich irgendwie daraus eine Kombi machen muss, wenn ich mit dem, nachdem ich mit dem geredet habe. Deswegen will ich das mal versuchen, ob das dieses Mal klappt, weil in den Gothic-Foren und so weiter, die Leute haben da irgendwie immer mit Bogen und Armbrust das gemacht, geskillt. Hier bei mir Bogen, Armbrust, miserabel. Und ich war so schlau, auch noch hier die Dämonenzauber wegzuschmeißen. Wo auch immer die sind, gewesen waren. Irgendwo hier, diese Dämonen beschwören. Wird das hier vielleicht auch nochmal verwenden, damit auf dem der Fokus ist. So, einfach mal ein bisschen planen. Und halt einen Geschwindigkeitstrank. Tränen Innos habe ich keine Ahnung, wofür ich die brauche. So, aber jetzt will ich es nochmal gegen den untoten Drachen versuchen. Das Gespräch kennen wir. So, genug der Worte. Jetzt hör auf den Fokus zu setzen, sondern hau ab. So. Jetzt will ich, warte. Erst einmal hier Snapperkraut und den hier und jetzt so so das jetzt. Das sieht aus, als würde es funktionieren. Ja! Und wieder kein Video. Muss ich wieder reinschneiden. Saras? Zehntausend Erfahrungspunkte? Okay,
Okay, das Video muss ich wieder reinschneiden. Was hat Xardas da jetzt gemacht? Hat die Seele von dem mitgenommen oder wie? Warte, ich gehe nochmal dahin. Das speichere ich trotzdem einmal. Ja, ich hatte jetzt wirklich einen Tag gebraucht, um wieder hier runterzukommen, sagen wir mal. Hier, da liegt der. Den kann ich aber, kann ich den noch looten? Untoter Drache? Drachenblut, Drachenschuppen, Seelenstein des untoten Drachen. Okay, aber so einfach geht das gegen den. Einfach ein Stück schwarzes Erz fressen und ein bisschen Snapperkraut. Apropos Snapperkraut, wo ist denn das wieder? Da. Was für eine Quest haben wir? Zurück zum Schiff, meine Mannschaft. Anga wirkt sehr beunruhigt. Ich habe den Eindruck, dass es nicht mehr lange dauert, dann zieht er auf eigene Faust in den Kampf. So, zurück zum Schiff. Der Feind ist besiegt und diesmal werde ich nicht wieder unter den Felsen verschimmeln. Nichts wie raus hier. Zurück aufs Schiff. Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Okay, Geschwindigkeit ist wieder weg. Ja gut, dann gehen wir entspannt. Ich gehe nicht von aus, dass wir nochmal angegriffen werden. So, die Folge werde ich auch, beziehungsweise diese Dings hier, werde ich hinten dran schneiden an der letzten Folge. So, hier liegt noch alles so rum. Ja, da muss ich hin. Hier, Milton. So, jetzt ist Schluss. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Ich ja. Mein Freund, ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Habe ich noch wem übersehen, der hier rumläuft? Nutz mal eine Fackel. Also, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, wie viele Fackeln? Wir haben viele Fackeln verloren. Habe ich irgendwen übersehen, mit dem ich noch reden kann, wenn Milton hier ist? Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht chillen die da noch irgendwo, gucken sich das alles an. So, während ich am Kämpfen bin, so gucken die sich hier alles an und so, einfach so ein bisschen. Hier, ja, ist sehr hübsch hier, ja. Ah, das hat der Held gemacht, okay. So nach dem Motto. Hier haben wir wieder so ein Bett. Bin ich noch besessen? Ja, ich bin besessen. So, Trank gegen die Besessenheit. Wo haben wir den? Nee, nicht die Industrien. Hier, Heilung der Besessenheit. Ich fühle mich erlöst. Sorry, musste gerade niesen. Ich hoffe, ich habe es rechtzeitig geschafft gehabt, stumm zu schalten. So. Puh, jetzt. Okay, ich will jetzt wissen, wer ist noch hier am Rumlungern? Nicht, dass ich hier... Hier waren auch noch Tränke. Schwerer zu. Was? Drachenjäger, was? Drachenjäger Armbrust. Lag hier eine Drachenjäger Armbrust rum. Einfach mal so. Diego! Hey, du. Es ist vorbei, wir können uns wieder verdrücken. Es ist vorbei, wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Du hast es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen. Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft.
Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Also ich habe gehört, du wirst 20 Jahre älter in Gothic 3, wenn wir nach Mythana segeln. Also ich werde das alles hier rumliegen. Oh, naja, wir werden nichts davon im Inventar haben, wenn wir Gothic 3 anfangen. Ich glaube, ich fange erstmal oben an. Um zu gucken, ob noch jemand da ist. So, rot war oben, ne? Irgendjemand noch da? Also Diego haben wir gefunden und Milton. Die hier am Rumlungern sind, sich alles angucken und sich denken so, aha, schön, das hat der Held gemacht. So, schwere Äste. Sind einfach nur Stecker. Hier ist niemand. So, wo ist nochmal der andere rote Raum? Da. So, gucken wir mal. Kann ja sein, dass hier noch irgendwer am Chillen ist, sich angucken. Und ich will sicher gehen, dass wir wirklich auch alle wieder an Bord haben. So. Die Tore alle wieder. Stimmt, hier, richtig. Das war richtig. Einmal alles wieder runterfahren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden eingesperrt. Obwohl, da war ja niemand. Deswegen kann niemand eingesperrt sein. So. Und hier nochmal. So, blaue Treppen. Hier. War das Feuer vorher auch da? Ist jetzt für mich wieder ein Tag her, deswegen keine Ahnung. Okay, hier ist niemand. Aber von den Hallen von Irdorath, ich mag die Musik hier, dieses düstere. So, da ist die andere blaue Treppe. So langsam glaube ich, hier in dem Abschnitt war jetzt nur Diego. Okay, hier war jetzt nur Diego in dem ganzen Bereich, in dem Abschnitt. In dem vorherigen, kurz bevor wir beim Drachen waren. War da auch vielleicht noch jemand? So, in dem hier? Wo der Schwarzmagier war, vielleicht? Kann ja sein, in den Räumen vielleicht hier? Ich will auf jeden Fall mit jedem nochmal gequatscht haben, bevor wir weiterziehen. Alter, was? Okay, da drauf zu sitzen könnte sehr entspannt werden. So, okay. Nochmal gucken. Ist hier vielleicht irgendwo noch jemand?
Also ich will sicher gehen, dass ich jetzt nichts vergesse, also niemanden vergesse. Obwohl, wäre auch eine lustige Cutscene, wenn da so, wenn die Entwickler daran, Piranha Bytes, daran gedacht hätte, wenn man hier jemanden vergisst, mit dem zu reden und man dann einfach segelt und der dann da von der Küste hier einfach mal zum Schiff rennt und dann so, ey, und so winkt dann so, ey, ihr habt mich vergessen und man ist dann schon weg über alle Berge. Das fände ich auch eine lustige Cutscene. So, okay. Diego und Milton haben wir. Na, wir sehen uns hier jetzt auch im Grunde die Hallen von Edorath nochmal an, eigentlich, kann man sagen. So, hier hatten wir Milton. Dann mal gucken, da hinten, wo die Orks, nein, nicht die Orks, hier die, die Echsenmenschen am Chillen waren. So, hier Turm, gucken. Hier geht's nicht weiter. Hier hätte ja auch jemand sein können. Vielleicht bei dem anderen? Genau, so. Und rein da. Ganz sicher gehen, dass wir hier niemanden vergessen. Die Sachen können wir eh rumliegen lassen. Das Geld, alles was wir haben, so brauchen wir eigentlich im Grunde nicht mehr. Weil wenn es nach Gothic 3 dann, da haben wir jemanden. Lester! Wir sind hier bald wieder weg. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet. Und Ibuprofen. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich habe übrigens ein paar Stängel Sumpfkraut, Lester. Wenn du willst, können wir gleich welche teilen. Ich habe wie viel Sumpfkraut? Wie viele Stängel habe ich denn? Wo müssen die sein? Auge der Macht, schwarze Perle haben, 11 Dracheneier, 8 Drachenblut, 10 Erz habe ich noch. Hier 60 Stängel Sumpfkraut. Ja, okay, das haben wir verdient. Anger! Hey, du. Du hast es überstanden. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens. Okay. Wo ist meine Fackel hin? So, die Fackel nochmal ausrüsten. So. Anger, Lester, Diego, Milton, Amber. Jetzt nochmal sicher gehen, ob wir hier wirklich niemanden vergessen. Alles hier abgeschlachtet. So, für die nächste Stufe bräuchten wir sogar nur 600 Punkte. Finde ich auch lustig, aber lohnt sich ja auch im Grunde gar nicht mehr, jetzt irgendwie aufzusteigen, gehe ich mal von aus. Es sei denn, es kommt gleich sogar noch was.
So, das heißt dann eigentlich hiernach, wenn das jetzt wirklich als beendet zählt, dann... Ah, da haben wir Gorn. Ne, Lee. Hey, du. Von hinten sah er aus wie Gorn. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sag dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja. Korenes wird auch ohne dich auskommen. Dann kann ich dem König endlich meine lang ersehnte Aufwartung machen. Ich habe lange darauf gewartet. Was meinst du? Sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja, ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Wo warst du mit mir in die Schlacht gegangen? Also, in die Schlacht gegangen war jetzt nur ich. Alleine. Und Anga. Anga hat geholfen. Anga kann ich noch gut reden. Wir haben sogar noch, warte mal, wenn ich jetzt mal so überlege, wir haben ja noch Vatras mit. Der will nicht, wahrscheinlich nicht aufs Festland. Der will wieder zurück nach Putin, das geht mal voraus. Ich glaube, wir werden nochmal einen Abstecher nach Korinnes machen, so. Vielleicht jetzt nicht als vom spielmechanischen her, aber von der spielinternen Logik, glaube ich, also von der Lore her. Und unsere Leute da nochmal alle abholen und sagen, hier, wir hauen ab. Das ist jetzt nur quasi für Dings. Nur für das hier quasi. Die Leute holen war. So, ist hier noch irgendwo jemand? Warte, wer werden das jetzt? Hier, Lester. Der läuft am entspanntesten. Ich glaube, der hat wenig Lust, hier zu gehen. Aber wo ist Gorn? Wenn wir Gorn jetzt nicht auf dem Schiff finden, suche ich nochmal die komplette Hallen hier ab. Die Hallen von Iorath muss ich dann nochmal absuchen, weil, ja, ich will hier niemanden zurücklassen. So, okay, hier sehe ich niemanden mehr. Okay, gucke ich nochmal auf das Schiff. Mit wem kann ich alles noch reden? Falls da noch Leute sind. Genau, Pedro müssen wir ja auch noch zurück abliefern in Korinnes. Da haben wir Gorn, okay. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Was passiert denn jetzt noch? Gar nichts mehr. Ich will nach Hause. Nach Hause? Wo ist das? So wie ich dich kenne, gibt es so etwas für dich nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir stürmen die nächste Taverne und werden uns erstmal sinnlos besaufen. Vielleicht. Hey, komm wieder runter, Mann. Es ist vorbei. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Okay, aber Gorn hatte recht, wenn er nicht hier geblieben wäre und sich wie die anderen hier das alles nur angeguckt hatte. So, Lares. Du. Dich kümmert das Ganze scheinbar überhaupt nicht. Ach, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du es schaffen würdest. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde dir erst einmal folgen, schätze ich. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, Pedro? Müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje. Wir sind bald wieder auf See. Danke, Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier noch von der Bank. Gute Nacht.
Lass uns erstmal abwarten, was daraus. Okay, mit wem kann ich noch reden? Hier, ich sehe aber auch echt schlecht gerade. Trotz Fackel. Ich guck mal, ist Bennett da? Oder hier, Dings. Batras? Sind die noch da? Wo waren die Koje da oben irgendwo? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Oder hier? Das sind doch alles nur Gerüchte. Nee, hier war die nicht. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich glaube, ich muss wirklich erstmal nur mit dem Captain reden. Probleme habe ich kommen sehen. Wo war die Treppe? Da vorne, glaube ich. Ja, da ist die Treppe. Meine Meinung will ja keiner hören. Man erzählt sich ja so. Lester, Milton, Gorn. Die sind zumindest alle wieder da. Ja, ich habe da meine eigene Meinung. Batras, Bennett und so, die müssten wahrscheinlich pennen. Warum erfahre ich das erst jetzt? So, Angra ist auch wieder hier. Stimmt, wir hatten keinen Koch mitgenommen. Batras. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen oder habt ihr Magier noch eine Leiche im Keller, die von dieser Welt vertrieben werden muss? Das Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Nur Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trüben. Die, die mir wirklich geholfen hatten, waren die Leute in den World of Gothic Foren. Da erstmal auch Dankeschön. So, Bennett. Wir haben hier alles erledigt. Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. So, Lee hatten wir schon. Jorgen? Fehlt hier noch jemand? Pedro? Ich glaube, wir haben alle. Dann Jorgen. Was ist los? So, der Feind ist tot. Der Feind ist tot. Das sind gute Nachrichten. Haben wir jetzt alles erledigt hier auf der Insel? Ja, Schluss jetzt. Lass uns aufbrechen. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest, wir werden uns wiedersehen. Was? Ich bin jetzt gerade sprachlos. Was hat Xardas gemacht? Er ist jetzt der Avatar Belias? Hab ich das richtig verstanden? Okay, die Musik wieder geil. Auch hier von Kairo oder Kai Rosenkranz. Ich hab in letzter Zeit viel über ihn gelesen gehabt, tatsächlich. Aber ich mach mal ein kleines bisschen leiser.
Geiler Typ auf jeden Fall. Die Musik auf jeden Fall mega von Gothic. Und, Alter. Ich muss aber auch sagen, richtig, wirklich, das Spiel Gothic 2, richtig geil gemacht worden. Wir haben Ewigkeiten hier in Dingens Kapitel 3 verbracht gehabt, auf jeden Fall. Und, ey, ich hab das geliebt, wirklich. Es war so ein Seilspringen mit meinen Emotionen hier. Die Gegner, die Suchenden, die waren so scheiße schwer, die waren so scheiße, dass man wirklich den Hass gegen die entwickelt. Also ich zumindest hab Hass gegen die entwickelt. Und so, weil die so lästig waren und so. Und ich sehe das tatsächlich auch, wenn man schafft, dass man Charaktere dann lieben lernt oder hassen lernt, so wirklich, so dass man Emotionen da bildet und so weiter. Da hat Piranha Bytes richtig geile Arbeit gemacht. Wirklich, ich habe die Suchenden, weil ich liebe die Suchenden dafür, dass ich die so hasse. Oder wie sagt man das richtig? Die waren meine Hassgegner. Klar, ich möchte immer noch die Suchenden da gerne denen die Haut abziehen und dann so als eine Art Mahnmal irgendwie als Rüstung tragen und so. So ein bisschen ganz komisch, ganz bescheuert. Ich werde denen immer noch ungern so über den Weg laufen. Aber trotzdem, dass Piranha Bytes da so geile Arbeit geleistet hat, dass man Charaktere da richtig hassen lernt. So, wirklich. Das nenne ich Liebe von Entwicklern, wenn man das so hinkriegt, so geil irgendwie entwickelt, so die Charaktere schreibt und so. Da auch ganz viel Liebe an Piranha Bytes. Ich hoffe auch, dass das Gothic Remake, was ja in der Mache ist, obwohl ich weiß nicht, wenn diese Folge hier rauskommt, ich habe viel zu viel vorproduziert, ich weiß nicht, ob wenn die Folge hier rauskommt, ob da schon neue Infos zu gibt. Zum Gothic 1 Remake. Aber ich hoffe, die kriegen das mindestens genauso hin, wie, also mindestens genauso gut geschrieben, wie hier das Original. So, ich weiß da echt nicht mehr, was ich noch sagen kann und so weiter, weil Gothic haben die richtig geil geschrieben. Gothic 1 fand ich mega, Gothic 2 fand ich jetzt noch viel besser. Klar, den Endkampf gerade, den ich gestern angefangen hatte gegen, ich glaube, der Drache wäre Irdorath, kann das sein? Wenn es Hallen von Irdorath sind, der untote Drache gerade, kann das sein, dass das Irdorath war? Auf jeden Fall der Avatar Belias. Auf jeden Fall, ich habe mich einfach nur doof angestellt. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Ich bin gleich Finger wieder weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Okay, das war jetzt auch noch geil, diese Szene. Ja, wir haben Gothic 2 jetzt auch offiziell beendet mit Die Nacht des Raben. Und ich freue mich schon darauf, Gothic 3 anzufangen. Ich weiß auf jeden Fall, Gothic 3, Götterdämmerung, ist nicht gerne irgendwie gesehen, weil das nicht mehr von Piranha Bytes war. Also das DLC, also Gothic 3 selber noch an sich von Piranha Bytes. Aber das DLC nicht mehr. Ich werde das trotzdem aber mit dem DLC spielen, Götterdämmerung, weil ich auch tatsächlich so jemand bin. Ich möchte gerne wissen und spielen, erfahren, so wo wurde es verkackt und so weiter. Wir werden auch, bitte erschlagt mich nicht dafür, wir werden aber auch hier Arcania spielen. Ich werde das aber nicht als Gothic hier brandmarken, hier auf YouTube oder sowas. Da macht euch keine Sorgen. Das wird kein Gothic sein bei mir. Das wird einfach als Fanfiction, nur halt ohne Fan, deklariert. Aber ich will auf jeden Fall wissen,
wo wurde verkackt. Ich will den Schmerz selber auch am eigenen Leibe erfahren, was, wie man diese Reihe quasi ruiniert hatte, so. Und ey, ich bin immer noch sprachlos. Ich werde Gothic 2 definitiv noch einmal spielen. So. Und auch noch diese Total Conversion, so wie Arcolos will ich auch noch spielen, hier Dirty Swamp, hier Odyssey und so. Da auch ganz viele liebe Grüße an den lieben Umut, der mir so viele geile Erweiterungen dafür, beziehungsweise Total Conversions, vorgeschlagen hatte. Liebe geht auch heraus an ihm. Bei ihm könnt ihr auch gerne mal auch ein Abo dalassen und so weiter. Netter Typ, sehr sympathisch und so. Und ja, dann würde ich sagen, ich schneide dann das hier in die letzte Folge noch hinten dran. Dann ist das eine 1,5-Stunden-Folge, ein bisschen so mehr als 1,5 Stunden, 1,40 vielleicht. So. Und dann sehen wir uns morgen in Gothic 3 wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.